Es ist eine Art perfekter Teufelskreis, den wir derzeit erleben. Die Energiepreise schießen weiter durch die Decke, neue Allzeithochs bei Gas- und Strompreis. Das bedeutet wiederum, dass vor allem das ökonomische Powerhouse of Europe, nämlich das ökonomische Kraftzentrum Europas Deutschland oder der Eurozone Deutschland, massiv getroffen wird. Das wiederum bedeutet, dass viele internationale Investoren sich sagen, naja, wenn Deutschland in die Krise gerät und immer mehr in die Krise gerät, dann ziehen wir doch besser unser Kapital ab, gehen raus aus dem Euro. Der Euro fällt immer weiter. Das wiederum bedeutet, dass wir die Rohstoffe, die in Dollar notiert sind, immer teurer kaufen müssen. Das wiederum führt zu einer immer höheren Inflation, was dazu führt, dass Firmen und Konsumenten immer stärker unter Druck kommen. Und jetzt gibt es eigentlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten aus diesem Teufelskreis. Die eine ist, dass die Nachfrage massiv runtergeht, denn die Leute sind landunter teilweise. Also, dass einfach hier die Heilung für hohe Preise letztendlich hohe Preise sind. Das senkt die Nachfrage, die Wirtschaft stürzt in eine Rezession und dann müssen vielleicht solche Fahnenstangencharts, wie Sie sie hier sehen, beim europäischen und französischen Year-Ahead-Power-Contract-Preis, müssen wahrscheinlich in sich zusammenfallen. Ähnlich wie 2017 Bitcoin etwa, solche Fahnenstangencharts fallen eigentlich immer in sich zusammen, früher oder später, aber wir sind heute zweistellig gestiegen, gut zweistellig gestiegen bei den deutschen Strompreisen, 700 Euro pro Megawattstunde in Frankreich, neues Allzeithoch. Wir sehen, dass auch die Kohlepreise auf neuem Allzeithoch sind, also es ist der perfekte Sturm, könnte man sagen, der sich da zusammenbraut. Hier sehen wir mal, dass auch es offenkundig einen Zusammenhang gibt zwischen Strom- und Gaspreis. Wir verfeuern ja derzeit sehr, sehr viel Gas, um Strom zu produzieren, um unseren französischen Nachbarn zu helfen. Und unten sehen wir den Gaschart. Wie gesagt, jetzt mit einem neuen Allzeithoch. Wir hatten ja bei dem Überfall der Russen auf die Ukraine kurzfristig mal einen solchen Spike, aber der ist wie ein echter Fahnenstangenchart dann sehr schnell in sich zusammengefallen. Hier sehen wir, dass sich das Ganze langsam und sicher aufgebaut hat und jetzt immer weiter aufschaukelt. Und jetzt muss man wissen, dass Deutschland und Frankreich in den letzten 5 Jahren mehr als 70% des Stroms nach Europa exportiert haben in die Länder der EU. Also hier fallen jetzt praktisch maßgebliche Stromproduzenten mit aus. Und das sorgt dafür, dass eben ganz Europa ein Riesenproblem hat. Und ganz Europa hat jetzt ein massives Handelsbilanzdefizit, eben aufgrund dieser roten Grafik, die Sie hier sehen, oder diesem roten Bereich in der Grafik, die Sie hier sehen. Das ist die Handelsbilanz und das ist die Energy Balance und die wird immer negativer. Und wie gesagt, wenn Deutschland in Trouble ist, dann sagen sich viele Investoren, dann müssen wir uns da besser verabschieden, dann gehen wir da raus. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Bundesregierung nicht so wirklich auf der Höhe ist. Auf der einen Seite beschließt man eine Gasumlage, die teilweise Sinn macht, teilweise überhaupt keinen Sinn macht, denn wir pushen damit noch Konzerne, die super Gewinne machen in der aktuellen Phase. Wir pushen Firmen, denen es ohnehin gut geht. Klar, es gibt andere Firmen wie Uniper, denen geht es nicht gut, aber das wird alles über einen Kamm geschert, müssen alle Gaskunden bezahlen. Auf der anderen Seite wird die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt, also linke Tasche, rechte Tasche. Da nehmen wir es den Bürgern, da geben wir es wieder den Bürgern. Und wer sich derzeit die Taschen richtig voll macht, das sind Windpark- und Solarparkanbieter. Die können ihr Glück gar nicht fassen, zumal Habeck ja jetzt in Kanada, wo er derzeit mit Scholz unterwegs ist, auch um Gas zu bekommen, gesagt hat am Wochenende, nö, Atomkraftwerke, die wollen wir nicht verlängern. Das würde uns doch in der Gasgeschichte gar nicht helfen. Aber es geht eben nicht nur um Gas, denn wir verfeuern derzeit viel Gas, um Strom zu produzieren. Und wir werden auch ein Stromproblem haben, wenn wir ein weiter sich verschärfendes Gasproblem haben, weil dann eben viele Firmen versuchen umzustellen oder Konsumenten mit Strom heizen, mit Stromaggregaten heizen. Also es beschleicht einen das Gefühl, dass man hier nicht so wirklich auf der Höhe ist. Hier sehen wir ein paar Grafiken, da sehen wir Gas-Storage, sehen wir die Gasspeicher. Links in der Mitte, wir sehen eben die explodierenden Gas- und Strompreise. Und rechts in der Mitte dieser Chart, da sehen wir, dass dunkelblau Russland nur noch einen sehr, sehr kleinen Anteil an Gas, der gesamten Gaszufuhr nach Europa absolviert. Norwegen ein Mehrfaches davon und auch die USA. Also wir haben unsere Energiezufuhr im Grunde schon komplett umgestellt. Nord Stream 1, Nord Stream 2 oder nicht, das macht derzeit keinen großen Unterschied. Die Gasspeicher ja ziemlich voll.
Aber der Preis dafür ist extrem hoch, den wir bezahlen. Jetzt hat heute die Bundesbank gesagt, ja, Teuerung von 10% im Herbst, sehr wahrscheinlich. Auch wahrscheinlich, dass wir in eine Rezession fallen werden, eben weil jetzt die Firmen ja schon wahnsinnig unter Druck sind durch die gestiegenen Energiepreise. Insgesamt die Erzeugerpreise ja 37% gestiegen. Jetzt kommen die Arbeitnehmer und sagen, du, wir wollen höhere Löhne haben. Dann sagen die Firmen natürlich, nö, können wir nicht zahlen. Wir haben doch eh schon so einen Wahnsinnskostendruck. Und wenn sie es zahlen, dann steigt die Inflation noch immer weiter. Die Geschichte steigert sich und schaukelt sich immer weiter auf. Also das ist der perfekte Sturm. Es wird jetzt im Herbst einen heftigen Verteilungskampf geben. Der Kuchen wird kleiner. Dementsprechend wird um die Kuchenstücke sehr stark gerungen. Und 60% der Konsumenten, ich hatte es heute Morgen schon gesagt, haben keine Sparmöglichkeit mehr. Die kommen an ihre Grenzen. Und was passiert, wenn der Normalbürger an seine Grenzen kommt? Dann kann es sein, dass sehr ungemütlich wird. Und wie Alf, ein Italiener hier schreibt, die Deutschen tolerieren hohe Inflation genauso wenig wie die Italiener Ketchup auf Spaghetti zu schütten. Das ist in Italien absolutes No-Go, non si fa, das macht man nicht. Aber auch die Deutschen natürlich mit ihrer Inflationsgeschichte, Hyperinflation. Da wird jetzt eben die Frage sein, wie wird Deutschland agieren, reagieren, wie wird die Bevölkerung agieren, reagieren. Der Druck auf Madame Lagarde in dieser Situation wird natürlich immer größer. Da wird vielleicht die eine oder andere bissige Bemerkung in Richtung Frau Lagarde kommen. Wir sprechen ja immer davon, dass wir jetzt erstmal einen harten Winter vor uns haben könnten. Jetzt kam heute der belgische Premier und hat gesagt, nö, nicht einer, sondern 10. Das könnten 10 schwierige Winter werden mit diesen gestiegenen Energiepreisen. Wie gesagt, solche Fahnenstangencharts, wie wir sie derzeit bei den Energiepreisen sehen, fallen normalerweise in sich zusammen, aber bisher eben nicht. Die Briten trifft es ähnlich hart. Da sind die Energiekosten, die sich verdreifachen könnten in nächster Zeit. Die City prognostiziert, dass wir im Januar eine Inflation von über 18% sehen werden in UK. Das ist der Hammer. 18%, das ist dann schon ein wirklich fast von Hyperinflation kann man nicht sprechen, aber es ist eine massive Geldentwertung, die soziale Folgen haben dürfte. Wir sprechen auch von den USA. Hier hat jetzt auch der Erdgaspreis ein 14-Jahres-Hoch erreicht, wenngleich er noch deutlich niedriger liegt. Dieser Gaspreis, den wir derzeit in der Eurozone bezahlen, der entspräche etwa einem Ölpreis von $500. Und das haben die Saudis auch gemerkt und haben gesagt, ja, also hier der Preis für Öl, der spiegelt ja nicht die Realität wider. Da wollen wir auch ein bisschen mehr haben. Daraufhin der Ölpreis wieder gestiegen, nachdem er heute schon zwischenzeitlich deutlich gefallen war. Und vielleicht geht dann diese Strecke zu Ende, die wir jetzt gesehen haben. 67 Tage in Folge fallende Benzinpreise in den USA. Das könnte jetzt mit dem heutigen Tag dann enden. Und wenn wir jetzt mal zum Geschehen an der Wall Street kommen, da ist Market Watch etwa mit der Aussage, die Futures in den USA fallen, weil die Traders question Fed Pivot Thesis, also man zweifelt jetzt an dieser These, die Fed wird bald aufhören mit Zinsanhebungen, dadurch wird die Wirtschaft nicht in eine Rezession fallen, dadurch müsste man jeden Rücksetzer kaufen, bla blub. So besonders treffsicher war das eine Zeit lang, aber jetzt ist eben die Party scheinbar vorbei. Nein, sagt JP Morgan, wir kriegen nochmal im September eine dicke Zinsanhebung, aber dann wird die Fed die Märkte nicht mehr überraschen wollen. Morgan Stanley wiederum sagt, also erstens haben wir jetzt eine ziemlich schlechte Saisonalität. September vor Zwischenwahlen ist meistens ziemlich mies und vor allem werden im September dann Aussagen der Firmen kommen und die werden diese Macro-Weakness widerspiegeln, also diese Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds wird dann erst kommen. Das dürfte etwa durch so Indikatoren wie den Philly Fed Frühindikator hier bestätigt werden, da sehen wir praktisch, dass alles, was auf Kommendes hindeutet, sich deutlich abschwächt und das würde bedeuten, dass wir natürlich dann immer noch gar nicht unsportlich bewertet sind, wenn wir auch in den USA dann eine deutliche Abschwächung sehen. Alleine die Abschwächung in Europa dürfte auch die Amerikaner treffen, wenn die Dinge so kommen, wie es derzeit wahrscheinlich ist. Und wir sehen, das hat den Märkten heute nicht gefallen, die unter Druck sind, eben steigende Renditen, die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt wieder über 3%. Wir sehen auch die Renditen in Europa gestiegen, die deutsche 8 Basispunkte auf 1,30%, die italienische auf 3,6%, also Renditeanstiege auf breiter Front. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter beim S&P 500? Da haben wir wichtige Marken jetzt erstmal durchstoßen und könnten auf den 100-Tages-Durchschnitt zurückfallen. Das wäre beim S&P so um und bei
4090 Punkte. Wir werden sehen. Eigentlich war die Stimmung ja sehr bärisch, dann hat die sich aufgehellt. Aber wenn wir mal gucken, was die Leute sagen und was sie tun, dann sehen wir immer noch, naja, die Aktienquote ist immer noch sehr, sehr hoch. 66% oder über der 60er% Marke. Also die Leute sind zwar bärisch gewesen, aber so richtig verkauft haben sie eben auch nicht. Und wenn wir jetzt noch zum anderen Faktor kommen, der durchaus auch belastet, das ist eben die Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Die haben ja jetzt in der Nacht zu heute die Zinsen ein zweites Mal innerhalb einer Woche gesenkt. Man will jetzt den Immobilienmarkt irgendwie stützen, indem man die Immobilienentwickler da Geld reinpumpt. Die Banken sollen die Kreditvergabe hochhalten, aber auf der anderen Seite leidet China auch unter einer massiven Dürre- und Hitzewelle. Die haben selber riesige Stromthemen und Wasserthemen. Darüber ein Artikel eines Kollegen, der sich mit China allerbestens auskennt. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, über erzwungenen Konsumverzicht in die Rezession. Das ist der wahrscheinliche Weg. Wir werden in eine Rezession fallen. Alles andere wäre, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht und die Energiepreise und die Inflation runtergeht, womit nicht so richtig schnell zu rechnen ist, dann kriegen wir diesen erzwungenen Konsumverzicht. Die Leute können nicht mehr. Und wenn Sie sich für Strompreise interessieren, was da eigentlich los ist, warum es da nach oben geht, dann die dritte Empfehlung. Jetzt empfehle ich mich, sag Servus und Ciao.